ist die Mandy vom PEM-Team. Unser zweiter Homeoffice-Tag heute und wir wollen euch wieder reinholen in unsere Mission, die Welt nach der Krise ein bisschen schöner machen, indem wir Education jetzt machen für euch. Und ja, Petro, wir hatten ja heute vor, mal eine Basic-Technik zu machen. Es gab ein paar Kollegen, die einfach sich da viel gewünscht haben in der Richtung und wir wollten heute als allererstes eine Basic-Technik mal machen. Petro. Hallo, auch ich bin wieder da. Circle Color habe ich heute mitgebracht. Ich finde eine wirklich durchaus interessante Technik, sehr, sehr variabel, sehr wandelbar. Wie sieht sie aus? Es ist als allererstes eine Quick-Technik, so kann man sie bezeichnen, weil wir einen ganzen Kopf damit bearbeiten können. Wir können aber auch nur ein Teilsegment bearbeiten. Es sind Flächen, die wir bei der klassischen Circle Color einstrahlen, was man aber auch abwandeln kann und Creative Classics zum Beispiel draus machen kann. Da kommen wir bestimmt zu einem späteren Tutorial mal. Also Circle Color ist eine Basic-Technik. Mhm. Und würdest du sagen, das ist auch was, ist das jetzt für Fortgeschrittene oder eben wirklich auch was für Auszubildende? Das ist etwas für Auszubildende. Super. Wir fangen praktisch in der Color-Ausbildung mit Creative Classics, so nennen wir sie, an im klassischen Bereich, gehen dann über in modernere Varianten und dazu gehört Circle Color, also eine klassische Basic. Gut, jetzt kann es sein, dass ein paar nicht wissen, was ist Creative Classics, das sind ja Bezeichnungen. Es sind klassische Foliensträhnen, ein anderer Name, eine PEM-Bezeichnung. Mhm. Okay, gibt es ja auch bei Bäcker, die eben ein klassisches Brot dann eben zum Beispiel als Kraftbrot bezeichnen oder so, weil eben da nochmal würzige Zusätze dazu sind. Finde ich ein super Vergleich, ganz genau. Und das heißt also, bei uns in der Ausbildung ist es so, dass, wie gesagt, unsere Color-Techniken, die ersten, die wir beginnen, sind immer die klassischen Foliensträhnen. Da werden wir vielleicht auch nochmal ein Video machen, oder Pedro? Einfach, wo wir sagen, was sind so die Keypoints, die Hot-Tipps für klassische Foliensträhnen? Absolut. Ich glaube, da bist du die Queen. Was? Ja. Ich würde sagen, wir wollen auch dich mal sehen, Mandy. Ich dachte, ich kann nur reden. Foliensträhnenkrone. Wer will Mandy sehen? Komm, doch. Ich bin im Homeoffice. Ihr habt verstanden, Mandy ist immer hinter der Kamera. Nein, Mandy, du gehst auch vor der Kamera. Alles klar. Okay, also Creative Classics, unsere klassischen Foliensträhnen, übernehme ich dann. Aber heute haben wir eine Farbtechnik mitgebracht, wo ich denke, das macht vor allem Spaß, weil es mal eine andere Art ist, wunderschöne Farbreflexe für Kurzhaarfrisuren, oder? Kurzhaarfrisuren? Von der Haarlänge her eher? Ja, man kann schon sagen, das Ziel ist, es ist auf jeden Fall für gestuftes Haar geeignet. Maximale Haarlänge 10 bis maximal 15 cm. Nicht für Scheitelfrisuren geeignet im klassischen Bereich. Man kann es natürlich abwandeln, da gehen wir aber eine Stufe weiter in die wirkliche Kreativität. Mhm. Aber Klassik ist 10 bis 15 cm gestuftes Deckhaar, keine Scheitelfrisur. Mhm. Man kann einfarbig, mehrfarbig, man kann, so wie ich das heute vorhabe, mit einer kompletten Farbe arbeiten. Das heißt, wir werden Nacken und Seiten mit Shade CQ Gloss, unserer Lieblingstönung, die Tönung, die denkt, sie sei eine Pflege, mit Shades Gloss arbeiten, auf einer blondierten Basis. Eine saure Tönung ist einzigartig bei Rettgen, mit diesem extremen Glanz. Mhm. Wir lieben es, Shades ist nicht wegzudenken. Und dann werden wir in zwei Reflexnuancen auf dieser blonden Basis arbeiten. Wir haben eine Basis von einem Naturton 10 bis 11, würde ich sagen, und werden mit der Gegenfarbe mit einem Titanium arbeiten und mit einem Rosé, mit einem Rose Red. Mm, aber ganz verdünnt, Mandy. Das heißt also, wir machen Pastell-Looks und wir machen eine Reflextechnik am Oberkopf, die kreisförmig, darf ich mir das so vorstellen, wie ein Circle um den Kopf herum fließt. Fast wie ein Regenbogen. Hast du schön gesagt. Ja? Jo, dann würde ich mal sagen, wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran und wir schauen uns mal an, was Petro als Technik mitgebracht hat.